Buongiorno, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Miguel de Freitas, Immobilienmakler bei der Gründgen und de Freitas Immobilien GmbH. Heute sprechen wir über ein interessantes Thema für vielleicht das junge Publikum, denn wir sprechen über 6 Dinge, die wesentlicher Bestandteil in einem Mietvertrag sind. Punkt Nummer 1 ist die Mietdauer bzw. auch die Kündigungsfristen. Im Prinzip gibt es 2 Arten von Mietverträgen. Einmal die unbefristeten, die quasi bis auf unbestimmte Zeit laufen, und die befristeten Mietverträge. Hinsichtlich der Kündigungsfristen gibt es für den Mieter eigentlich nur eine Frist, die man sich merken muss. Das sind die gesetzlichen 3 Monate. Für Vermieter gibt es auch andere Kündigungsfristen. Wohnt der Mieter bis zu 5 Jahren in der Wohnung, gelten auch die ganz normalen 3 Monate. Bis zu 8 Jahren hat der Vermieter schon eine Kündigungsfrist von 6 Monaten. Und über 8 Jahre hinaus, also besteht das Mietverhältnis über 8 Jahre hinaus, hat der Vermieter eine Kündigungsfrist von 9 Monaten. Punkt Nummer 2, die Mieterhöhungsmöglichkeiten. Sehr spannendes Thema. Also, welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt die Vereinbarung einer Staffelmiete, dass die Miete sich also in bestimmten zeitlichen Abständen gleichzeitig erhöht. Das hat den charmanten Vorteil, dass andere Mieterhöhungsmöglichkeiten dabei komplett ausgeschlossen sind. Dann gibt es die vereinbarte Indexmiete, also dass der Mietzins sich immer entwickelt, beispielsweise anhand des Lebenshaltungskostenindexes. Es gibt die Mieterhöhung an die ortsübliche Vergleichsmiete, wo man sich beispielsweise den Mietspiegel heranzieht und sagt, hör mal, der Mietspiegel liegt eigentlich da, wir sind auch da, wir müssen mal ein bisschen anheben, die Miete. Es gibt die Mieterhöhung nach Modernisierung. Natürlich ein ganz spannender Punkt, denn oftmals wird da vielleicht ein bisschen Schmu betrieben. Modernisierung muss wirklich eine Verbesserung der Wohnqualität zur Folge haben. Es gelten jetzt natürlich nicht irgendwelche Reparaturen oder so. Im Prinzip muss man sagen, dass natürlich die Miete immer nur in gewissem Maße angehoben werden kann. Da gibt es Kappungsgrenzen, die beispielsweise in Städten wie in Waltrop nochmal gesondert gedeckelt sind, weil wir einen angespannten Mietwohnungsmarkt haben, aber das wird zu weit führen. Punkt Nummer 3, die Betriebskosten. Es gibt quasi 2 Arten von Betriebskosten. Es gibt einmal die Betriebskostenvorauszahlung, wo man quasi einen bestimmten Betrag, 100 Euro, im Monat beispielsweise vorauszahlt. Am Ende des Jahres wird geguckt, okay, wie viele Kosten sind wirklich entstanden, was habe ich vorausgezahlt, gibt es Guthaben oder Nachzahlung. Das ist eigentlich so der übliche Fall. Es gibt aber auch Betriebskostenpauschalen, wo man sagt, okay, 120 Euro zahlst du im Monat als Pauschale. Es gibt keine Abrechnung. Du kannst so viel verbrauchen, wie du möchtest oder so wenig. Es bleibt immer gleich, es gibt keine Abrechnung. Viel Spaß bei der Nutzung deiner Wohnung. Auch eine ganz interessante Sache. Die Mietzahlung. Die Mietzahlung wird eigentlich immer im Voraus geleistet und muss spätestens bis zum 3. Werktag eines Monats beim Vermieter auch aufs Konto eingehen. Es gibt die Möglichkeit, das im Rahmen des Mietvertrages auch anders zu regeln, beispielsweise zum 15. eines Monats. Im Prinzip kann man vereinbaren, was man möchte. Ihr solltet das am besten im Rahmen eines Dauerauftrages bei der Bank einrichten, dass ihr euch um die Zahlung gar nicht kümmern müsst. Oder könnt gleich dem Vermieter auch ein SEPA-Mandat erteilen, dass der die Miete ganz einfach einziehen kann. Dann habt ihr da nichts mit zu tun. Punkt Nummer 5 ist die Kaution. Die Höhe der Kaution ist maximal gesetzlich geregelt. Da dürfen es nur 3 Monatsmieten sein. Und das Gesetz sagt auch, dass die in mindestens 3 Raten oder halt mehr, wenn man es vereinbart, gezahlt werden dürfen. Im Prinzip kann das im Rahmen einer Barüberweisung gemacht werden, zur Wohnungsübergabe quasi. Oder das kann auch als Bankbürgschaft dann eingereicht werden. Der letzte Punkt, ein eigentlich heiß umkämpftes Thema, ist der Punkt Renovierung. Grundsätzlich sagt das Gesetz, dass ein starrer Plan, Renovierung durchzuführen, in der Regel unzulässig ist. Also ich kann jetzt dem Mieter nicht sagen, du musst jetzt jedes Jahr die Küche streichen, alle 2 Jahre das Wohnzimmer und das in der Farbe gelb. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Grundsätzlich kann man sich eigentlich so an diese Faustformel halten. Man muss die Wohnung, wenn man auszieht, immer in dem Zustand zurückgeben, in dem man die Wohnung auch bekommen hat. Also, ihr seid jetzt fit für euren ersten Mietvertrag. Natürlich gibt es noch viele, viele weitere Sachen, die man im Mietvertrag berücksichtigen kann und muss und wissen sollte. Und da würde ich euch einfach empfehlen, zögert nicht, mich zu kontaktieren. Lasst uns darüber sprechen und ich freue mich auf euren Anruf. Hoffe aber, dass die Informationen euch schon erstmal weitergebracht haben. Macht es gut und bis bald.